Bald ist Ostern und ich bin zum Gärtner gefahren, um mir ein paar Osterblumen zu kaufen oder sonst nach irgendwelchen Dekosachen zu gucken. Vielleicht ja, gefällt mir etwas, was ich mitnehmen kann. Und dann bin ich in das Kühlhaus reingegangen, wo die ganzen Blumensträuße sind. Und da habe ich einen kleinen, wunderschönen Blumenstrauß gefunden, den ich mitgenommen habe. Und dieser Blumenstrauß ist meine neue Inspiration geworden für das neue Bild. Es geht los. Entspanne dich, lehne dich zurück und genieße diesen Film. Und natürlich lass dich inspirieren. In dieses Papier war mein Blumenstrauß gewickelt. Ich reiße das in die Stücke und beginne damit. Das ist genau die Farbe, die ich so gerade inspirierend finde. Sie ist warm, sie gibt Kraft und wahrscheinlich unterbewusst weiß ich, das ist genau das, was ich gerade brauche. Und dieses Stück Papier ist von einem anderen Gemälde übrig geblieben und ich dachte, ich verarbeite das auch, dann ist es auch weg. Weiter geht es mit weißer Farbe und einem Gummiwischer. Ich habe mein Bild über Nacht trocknen lassen und das ist die Oberfläche einen Tag später. Und das ist mein Ausgangsmaterial für mein zukünftiges Gemälde. Wenn wir intuitiv malen, verwenden wir verschiedene Techniken, die aufeinander folgen. Und wenn die eine Phase abgeschlossen ist, dann fragt man sich, wie geht es weiter? Auch ich habe mir jetzt diese Frage gestellt und dann kam die Idee, diese Aquarelltinten zu verwenden in Yellow und Magenta. Ich sprühe noch ein bisschen Wasser drüber und verteile das Ganze mit dem Katalyst. Thank you.
Jetzt beginnt die Ausarbeitung. Ich arbeite in Negativtechnik, bringe neue Farben rein, arbeite bestimmte Formen aus, bringe die Tiefe rein und versuche, die Geschichte, die Botschaft des Bildes herauszufinden. Ich habe diesen dunklen Hintergrund gemacht, war nicht so ganz glücklich damit, aber habe das erstmal gelassen. Und als ich dann das Bild gedreht habe, fand ich das viel zu dunkel und duster irgendwie und habe das übermalt. Und einen Tag später geht es weiter.
mein Bild ist fertig. Ich habe das Bild Giftzwerg genannt. Ich denke, das ist eine weibliche Person. Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Mittel habe, um mich reinigen zu können, wenn irgendwelche Sachen auf mich einprassen von außen, die mir nicht gut tun und ich das loslassen kann. Und das ist daraus geworden. Mir geht es gut, ich bin erleichtert, ich bin glücklich und auch dankbar, dass ich diesen Mittel habe, das mir immer wieder hilft, in meine innere Mitte zurückzukommen. Nutze du für dich auch diesen Mittel für innere Gleichheit, für den inneren Frieden und für die Liebe, für die Selbstliebe. Sorge für dich und male. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sage danke, dass du hier bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.